wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gerade Frühstück gemacht. Die Kinder haben schon gegessen. Beziehungsweise Kai hat nicht so gut gegessen heute. Der Brei ist noch fast voll. Miljana ist im Kindergarten. Und muss sagen, die letzten zwei Nächte waren richtig, richtig gut. Ich frage mich gerade, ob die Kamera fokussiert oder nicht. Ich habe das Gefühl, die fokussiert nicht. Hä? Habe ich eine Brille? Ich will es gar nicht so laut aussprechen, aber die letzten zwei Nächte waren sehr, sehr gut. Kaya hat richtig gut geschlafen. Der hat nämlich wieder einen Husten seit 3-4 Tagen. Und genau, jetzt die letzten zwei Nächte waren aber richtig gut. Haben wir sehr gut geschlafen, sie hat gut geschlafen und auch Eliana hat gut geschlafen. Deswegen sind wir jetzt die letzten zwei Tage, konnten wir ein bisschen Schlaf nachholen. Was? Wo sind diese Boxen? In den Boxen, in den Boxen, in den Boxen, in den Boxen? Stapelspielzeug, da in der Schublade. Schatz, hier im Haus weiß schon nicht, wo was ist, gell? Nee, weil es halt immer aufgeräumt wird. Statt, dass es einfach liegen lässt. Ja, ist doch gut, dass es aufgeräumt wird. Ah. Ist doch gut, dass es aufgeräumt wird. Spielen, das Stapelspiel. Ich frage mich, ob die Kamera scharf ist. Und man mag es kaum glauben, aber tatsächlich von uns allen ist Juli am fittesten. weil Eliana hat auch die letzten Tage ein bisschen gekränkelt. Dann Kaya sowieso, die ist ja seit ihrer Geburt gefühlt krank. Und bei mir, ich weiß auch nicht, wie ich das immer wieder schaffe. Also ich vermute, dass ich seitdem wir im Legoland waren, krank bin oder dass ich da mir irgendwie einen Infekt geholt habe. Kaya auch, weil da waren ja überall diese Spielecken und 100.000 kranke Kinder, die ihre Bazillen sich da austauschen und das Wetter war nicht so gut, es war relativ kalt auch. Also ich glaube, so eine Mischung aus allem. Ja, weil ich seitdem krank bin und das nervt mich so sehr. Ich kann es nicht mehr. Ich freue mich schon, wenn es draußen wärmer wird und hoffentlich dieser ganze Krankheitsalbtraum vorbei ist. Weil Economy, ich finde es so anstrengend. Oh. Also für mich auch, weil ich halt selber mitkrank bin. Beziehungsweise am liebsten wäre es mir natürlich, dass nur ich erkrankt bin und der Rest gesund bleibt. Das wäre aushaltbar. Ja, aber wenn die Kinder krank sind, dann ist halt echt blöd. Und morgen fliegen wir nach Teneriffa für ein Shooting aber. Und dann nehmen wir die Kinder mit. Und deswegen ja, hoffe ich, dass wir heute einfach gesund werden. Das ist ein großer Turm, gell? Naja, das ist sehr optimistisch. Wenn es nicht schlechter wird, dann werden wir morgen auf jeden Fall fliegen. Ich habe bei Dior Avenue bestellt. Und zwar, das ist die Brand von der Influencerin, Mathilda Dior. Und die Marke wird ja so gehypt. Also da kauft ja auch Hailey Bieber und so ein. Und deswegen dachte ich, komm, ich muss das jetzt probieren, weil ich brauche eine neue Jeans. Und ich habe mir jetzt die Jeans bestellt. weil die nämlich auch Tallgrößen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Argument. Oh, ich bin so gespannt, ob das passt. Ich glaube, das ist zu groß. Sieht sehr groß aus, ne? Aber ich glaube, es passt mir. Oder? Ich finde, das sieht sehr groß aus. Okay, ich muss es probieren. Ah ja, okay. So, Jeans Number One. Es ist mir tatsächlich zu groß. Also hier vorne ist es zu groß. Schade. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Aber vielleicht mit einem Gürtel. Und die zweite Hose ist natürlich auch viel zu groß. Also, ja, ich muss es leider nochmal zurückschicken. Nervig. Da lacht sie, hä? Da lacht sie. Sag mal hallo. Sag mal hallo. Winke, winke. Mama, winke, winke. Guck mal, wie viele Zähne sie hat. Ja, guck mal. Oh.
Wir haben jetzt Katze Ikea-Einkauf eingeladen. Ich finde, diese Ikea-Stories haben nie ein Ende. Ja, das ist echt, also krass, ne? Man hat sich einfach nie... Weißt du, du wohnst jetzt seit einem Jahr oder seit zwei Jahren da drin? Ja. Wann hat man sich denn zu Ende eingerichtet? Ich wohne seit 5 Jahren bei mir im Haus. Ich gehe immer noch gefühlt jede Woche zum Ikea, so, was ich meine. Hauptsächlich natürlich so wegen Sammlerboxen, weil da frage ich mich auch immer, wo landen denn diese Boxen? Warum brauche ich immer wieder neue? Ja, und genau, Kat hat eine Retoure quasi. Das ist halt immer ein Abfuck, finde ich. Ja. Ja, was zurückgeben muss, voll mühsam. Das Ganze dann wieder einzuladen. Und genau, und wie immer werden wir da natürlich noch reingehen und was essen und das ist ein ganzes Event auf einmal, das Zeug zurückzubringen. Und wir werden sicher auch wieder mit mehr rausgehen. Wir haben uns La Rose geholt, also Falafel-Teller, und wir haben es extra to-go genommen, weil der To-Go-Teller besser ist. Ist einfach besser, ja. Aber wie schön, oder? Ja. Wie schön sieht es bitte aus? Wie schön kann ein Essen aussehen? Yummy. Und ich habe die Dürüm-Version, weil ich dachte, es ist einfacher zu essen. Wir bereiten gerade unseren Kuchen vor, beziehungsweise, also ich habe Kuchen geholt. Und Kaffee, das heißt, es gibt heute eine Nachmittagsjause. Und zwar, ja, Premium Podcast. Kuchen steht schief. Ich glaube, ich muss den hinlegen, ja. Das hier ist meine Ausbeute vom Ikea. Die hat sich diesmal in Grenzen gehalten. Natürlich wieder zahlreiche Sammlerboxen. Man kann nie genug kriegen. Dann habe ich so einen Kuchen, so einen Kuchenbehälter, also zum Mitnehmen quasi mitgenommen, weil ich meine irgendwie verloren habe, beziehungsweise lost sind oder irgendwo vergessen habe. Dann habe ich diese Dinger. Da wollte ich nämlich was organisieren. Das kann ich euch dann mal zeigen. Und einmal einfach nur so ein Kehrbesen, also so ein kleiner. Ja, und noch das hier, das ist zum Putzen quasi, so richtig, wenn man die Ecken schrubben will, richtig praktisch. Das ist sogar relativ neu von dieser Serie Paprik. Ja, und Sammlerboxen. Was? Wie viel Schlafen musst du mir gestern? Wie? Wie viel Schlafen musst du mir gestern? Ich verstehe deine Frage nicht. Wie viel schlafen mussten wir gestern? Einmal schlafen. Bis zum Urlaub. Ach so, zweimal schlafen. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Bei Kindern. Die zählen alles, beziehungsweise Eliana zählt alles in wie viel mal schlafen. Also sie kann zum Beispiel nichts damit anfangen, wenn ich sage, in einer Woche geht's in den Urlaub. Dann fragst du mal, wie viel mal schlafen? 7 Mal. Und jetzt? Morgen geht der Urlaub. Nicht so laut, Schatz. Kaya ist schon im Bett. Und jetzt geht Eliana auch ins Bett. Juli ist mit den Kindern im Zimmer. Ich habe ein bisschen was gemacht. Also einmal Wäsche. Hier habe ich aussortiert. Also Kayas 74er und 80er Sachen sind jetzt endgültig weg. Und genau, das mache ich dann auf dem Dachboden erstmal. Und hier muss ich Koffer packen für morgen. Denn morgen geht's nach Teneriffa für ein Shooting mit Purelay. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach. Und zwar bin ich Teil der Muttertagskampagne von Purelay. Und da freue ich mich sehr drauf, weil es wird, glaube ich, ein richtig, richtig schönes Shooting. Und Eliana kommt mit, Kaya kommt mit, meine Mom kommt mit. Wir sind alle Teil des Ganzen und freuen uns, beziehungsweise es ist wirklich eine Ehre, dass wir dafür ja angefragt worden sind, weil Purelay, mit Purelay arbeiten wir ja auch schon ewig zusammen und deswegen freuen wir uns.
Ja, ich sage jetzt auch mal Tschüss für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!